Ja, Kobi, du warst ja gar nicht so schlecht am Samstag. Wie sah so deine Gefühlswelt nach dem Abpfiff aus? Nein, ich glaube, wir waren als Mannschaft einfach brutal konsequent in dem, was wir gemacht haben. Im Konterspiel haben wir das richtig gut gemacht. Viele Situationen hätte man auch noch besser machen können, aber ich glaube, unterm Strich war es wirklich ein richtig gutes Auswärtsspiel. Was war für dich so das Schönste deiner drei Tore? Ja, definitiv mein Kopfballtor, weil ich das ja nicht allzu oft gemacht habe. Von daher ist definitiv das Kopfballtor, ja, was so im Kopf hängen bleibt. Ja, war dann auch schon die zweite Vorlage von Marcel Bär für dich. Musstest du hier mittlerweile schon einen ausgeben dafür? Ja, zum Glück noch nicht, aber definitiv. Also den ersten Pass spielt er überragend. Zweite die Flanke auch, aber wie gesagt, das zeichnet eine Mannschaft aus, dass ja nicht nur er und ich, sondern am Wochenende können es dann wieder andere sein, die das Spiel entscheiden. Und im Endeffekt, so soll das die ganze Saison sein. Und am Ende wird man sehen, was bei rumkommt. Aber das soll jetzt nicht nur auf zwei, drei Spieler fixiert sein, dass die Tore und die Vorlagen machen. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass es diesmal bei uns beiden so geklappt hat. Ja, es lief vor allen Dingen offensiv gut für euch. Hat sich das für dich so ein bisschen in der Vorbereitung schon abgezeichnet oder muss man das Spiel für ein bisschen auch getrennt betrachten? Vielleicht lag es auch an der Spielweise des Gegners, dass ihr viele Räume hattet. Nee, ich glaube, die Vorbereitung ist immer schwierig, das alles einzuschätzen und einzuordnen. Also klar, die letzten beiden Spiele in der Vorbereitung gegen Bundesligisten haben wir defensiv sehr, sehr viel arbeiten müssen und ja, offensiv ging dann nicht ganz so viel. Also ich glaube, ja, am Ende, jeder kann von uns kicken, jeder weiß, worauf es ankommt. Und mit dem ersten Spiel ist dann auch die Vorbereitung komplett vorbei. Und im Endeffekt kannst du eine schlechte Vorbereitung spielen, aber wenn du dann so startest, ist es überragend. Andersrum geht es genauso. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine Theorie, wie und was, sondern einfach, ja, schauen und gucken und am ersten Spieltag fokussiert sein, das ist uns gelungen und jetzt heißt es auch nachlegen. So ein bisschen noch zu deiner Rolle im Spiel. Ja, was erwartet der Trainer von dir und ja, wie sieht deine Rolle in eurem System aus? Ja, jetzt wo wir gespielt haben, war ich halt schon klar auf der 10. Defensiv sollte ich mich auch ein bisschen reinfallen lassen zwischen oder neben einem Sechser, weil die das auch relativ gut gemacht haben. Von daher, ja, defensiv muss ich jetzt auch natürlich mitarbeiten, aber ich war eigentlich klar hinter Proschi gestellt worden. Und ja, wie gesagt, offensiv glaube ich, habe ich da so ein bisschen meine Freiräume und defensiv brauche ich dann eine klare ja, Anweisung oder Zuordnung, weil ja, als Offensivspieler macht man auch nicht so ganz gern die Defensivsachen. Von daher ist es dann gut, eine klare Vorgabe zu haben und ja, sich daran zu orientieren. Ja, wenn man dann drei Tore schießt, dann passt das ja auch irgendwo. Vielleicht, um das Thema Magdeburg nochmal abzuschließen, am Ende mit 4-2 deutlich und verdient. Trotzdem gab es in der zweiten Halbzeit auch eine Phase, wo das Spiel so ein bisschen auf der Kippe stand, wo dann das 3-2 fiel und Sie auch so ein bisschen am Drücker waren. Habt ihr in der Nachbesprechung auch noch Punkte gefunden, die man vielleicht ein bisschen verbessern muss noch? Punkte findet man immer, aber ich denke, das ist völlig normal, wenn eine Mannschaft ja, nicht mehr ganz an den Sieg glaubt, dann ob du jetzt am Ende 6-2 oder weiß ich nicht, 5-2 verlierst, das spielt dann gar keine Rolle, weil das Spiel ist dann verloren und so geht man dann, glaube ich, als zu dem Zeitpunkt verlierende Mannschaft ins Spiel rein und sagt sich, ja, jetzt können wir die Wende schaffen und wenn nicht, dann kriegen wir noch zwei, drei Konter und dann ist auch okay, dann ist auch das Spiel verloren. Also man kriegt jetzt nicht 6 Punkte abgezogen, sondern das ist halt aber auch nur ein Spiel. Und von daher haben die sich in den zweiten 45 Minuten gesagt, pff, ja, wir hauen alles raus und schauen, wo wir landen. Und ja, zum Teil ist es denen gelungen, weil natürlich durch den Anschlusstreffer, aber ich glaube, wir haben richtig, richtig gut verteidigt. Wir haben ganz, ganz wenig Chancen denen zugelassen. Danach, glaube ich, Mello einen Fernschuss noch gehalten. Aber ja, die zwei Tore waren jetzt auch nicht brutal von ihnen rausgespielt, sondern
ungeschickt von uns oder ein Fehler von uns, aber wie gesagt, wir haben uns dann alle hochgepusht und im Endeffekt, meiner Meinung nach, die haben das Spiel gemacht, aber wir haben völlig verdient gewonnen. Wie ist jetzt die Stimmung in der Truppe? Also ich meine, die war in der Vorbereitung schon gut, das hat man gemerkt, aber so ein Sieg hat das jetzt nochmal unter der Woche Rückenwind gegeben? Ja, natürlich. Also das Wetter spielt auch mit. Also es wird immer wärmer, aber das spielt definitiv mit. Und ich glaube, wir freuen uns einfach auf das erste Heimspiel, weil wir wissen, was uns zum Teil schon erwartet mit der Kulisse. Und ja, gerade gegen 1860 ist ein hitziges, geiles Spiel. Und ich glaube, das Spiel gegen Magdeburg muss man auch schon abhaken, weil das war mal und jetzt ist am Samstag das nächste Spiel und wir wollen genau das Gleiche abliefern und hoffentlich bleiben die 3 Punkte dann hier und dann würde ich sagen, dann kann es so weitergehen. Ja, ist dann für dich auch das erste Pflichtspiel hier als Eintracht-Spieler. Deine Bilanz bisher, ein Spiel hier, 2 Tore, lief also auch bisher ganz gut. Worauf freust du dich jetzt einfach am meisten am Samstag? Ja, ich denke, das alles kennenzulernen, zu sehen, weil viele schwärmen davon, was hier für eine Atmosphäre ist. Klar, einmal habe ich es mitbekommen, aber da hört man ja auch nicht so richtig hin, wenn man dann zu Eintracht, weil es ein Auswärtsspiel ist. Aber wie gesagt, meine Familie ist da, meine Freundin ist da, alle werden mich unterstützen. Ich hoffe, die Fans unterstützen uns als Team auch und ich bin da völlig entspannt und positiv gestimmt, dass wenn wir die Leistung wirklich von letzter Woche anknüpfen und uns dann noch ein paar Punkte aussuchen, die wir verbessern, dann denke ich, steht da nichts im Weg, dass die 3 Punkte hier bleiben und dass wir dann mit den Fans feiern können. Dann zum Abschluss noch ein paar Worte zum Gegner. 1860 kommt jetzt mit einer relativ jungen Truppe. Wie schätzt du die ein und was erwartest du dann für ein Spiel hier? Ja, ich habe das ganze, das Eröffnungsspiel von denen geguckt. Ja, es ist, also ich glaube, in der dritten Liga sind sehr, sehr viele Vereine identisch und haben die ähnliche Philosophie. Also ich glaube, vieles ist auch so ein bisschen Tagesform. Also wir müssen gleich unseren Stempel draufdrücken und das, was wir spielen wollen, durchziehen und nicht so ganz auf den Gegner gucken, weil heim müssen wir eine Macht werden, eine Stärke werden und mit den Fans ist es auch natürlich vollkommen logisch und machbar. Deswegen, es wird definitiv ein schweres Spiel, aber schon heute, wenn wir ein bisschen den Gegner analysieren und morgen übermorgen natürlich dann zum Teil auch. Und da sind wir auch, glaube ich, als Mannschaft völlig entspannt, dass wir das Ding auch ziehen werden. Alles klar, dann viel Erfolg dabei. Danke.